mir erzählt, du machst eine Serie im Internet. Wo kann ich die sehen? Hast du ihr die noch gar nicht gezeigt? Nee, ich dachte, falls ich mal eine Folge über sie mache, so als kleines Dankeschön, weil sie euch jeden Tag mit den Kindern hilft. Wisst ihr noch, wie sie im ersten Lockdown bei uns gewohnt hat? Ja. Komm, sie hat mit den Kindern gepuzzelt und du konntest jeden Tag einen Spaziergang machen. Zum Altglascontainer. Ohne Sekt hätten wir uns umgebracht. Und einmal mehr hat Rotkäppchen die Oma gerettet. Hat nicht der Jägermeister die Oma gerettet? Das war euch doch nach ein paar Wochen total egal. Dann kann sie ja im Winter wieder zu uns ziehen, um Heizkosten zu sparen. Der Alkohol ist billiger als Gas. Und vielleicht meinte Olaf Scholz das mit You'll never walk alone. Hat der nicht auch gesagt, Respekt für dich? Nicht nur unser Land steht vor einer schwierigen Zeit. Neulich hatte Schwiegermutter doch diese super Idee, wie man langfristig das Rentenproblem lösen könnte. Ja, weil sie ihre Berechnung von der Rentenversicherung bekommen hat. Für jeden Rentner, den man beim Wertstoffhof abgibt, bekommt man Geld. Die Rentnerprämie. Leute, wenn Christian Lindner das erfährt. Ja, so ein bisschen wie Flaschen sammeln, bloß mit Flaschen sammeln. Ich habe sie gefragt, was sie die letzten 7 Jahre ihres Lebens noch so vorhat. Da hat sie gelacht. Aber du weißt ja, wo sie wohnt. Und wenn sie heute auf dem Spielplatz ein paar sexistische und rassistische Sprüche raushaut, dann sage ich mir nicht, sie meint das nicht so. Weil sie meint das so. Ich sag mir auch nicht, sie weiß es nicht besser. Denn das ist eh klar. Ich sag mir, noch 7 Jahre. Das ist perfektes Timing. In 7 Jahren brauchen deine Kinder keine Oma mehr. Da wollen die ein iPad. Ah, und das kaufst du dann von der Rentnerprämie. Win-win. Ich weiß gar nicht, was er hat. Schwiegermutter liefert konstant neues Material für ein abendfüllendes Comedy-Programm. Premiere in 7 Jahren.